Das Ganze muss ja irgendwas mit der Kiste hier zu tun haben. Also ich meine, die Kiste ist nicht umsonst da und dieses Ding hier ist auch nicht umsonst da. Aber ich habe keine Ahnung. Ist hier irgendwas an der Wand? Nee. Und ich sehe auch keine, ja, weiß ich nicht, eine Einbuchtung oder irgendwas für die Kugel. Das gibt's hier einfach nicht. Was ist denn das da unten? Ach nee, das sieht auch nur so aus. Ja, das sieht auch nur so aus, wie es aussieht. Ich muss doch irgendwie... Also, wenn ich das Wasser ablasse, Moment. Wenn ich... Nee, das bringt mir nichts, weil ich von da, wenn ich an diesem Ding mit dem Ring bin, ich komme einfach nicht hier rüber. Egal... Egal, was ich mache. Und... Wenn ich das Wasser ablasse... Nee, irgendwie... Irgendwie will ich den... Sinn dahinter gerade nicht sehen. Was ist das hier? Ach, sag an. Sag an. Okay. Dann ist hier also... Hä, wo müssen wir denn dann hin? Ach so, da ist eine Stange. Okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Nee, ich muss erst nach oben. So, sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Und dann komme ich... Na, ich will gar nicht weiter nachfragen. Ich lasse mich einfach überraschen, wo ich hier rauskomme. Ich bin ganz oben, ja? Nee, ich bin nicht ganz oben, aber ich bin schon mal ein bisschen weiter oben. So, springe ich jetzt rüber oder springe ich an das Ding? Ach so, jetzt... Okay. Jetzt ist der ganze Raum geflutet, sodass ich oben bin. Das ist ja schön und gut. Also ist hier jetzt der Ausgang? Ich gehe jetzt einfach dahin. Vielleicht ist das auf der anderen Seite halt nur für irgendein Secret oder so. Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt einfach, was mich hier erwartet. Ob ich schon mal weiterkomme oder doch nicht. Ah, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Deshalb nehme ich doch mal lieber 125 Schuss 50. Hier, nehme ich einfach mal die. Und hier höre ich doch schon wieder was. Oh, da. Oh, was? Oh Gott. Bitte? Ey, was? Geht ab? Wow. Aua. Ich weiß nicht. Hey, war es das? Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich den Adrenalin-Move nicht mehr hinbekomme. Jetzt schon seit einiger Zeit. Irgendwie klappt das nicht mehr. Und das ist richtig schlecht. So. Okay, ich kann es mir schon fast denken. Wir müssen uns hier... Ja, wir müssen hier durch den Raum klettern, um da hinzukommen, und da müssen wir wahrscheinlich die Teile des Sion einsetzen. Okay. Ja, das klappt natürlich nicht.
Gut, dann bin ich jetzt gespannt, ob das hier so einfach geht. Also ich meine, von Säule... Ich glaube, hier ist doof. Von Säule zu Säule springen ist jetzt nicht so das Problem, wenn es... Ja, hier fängt es schon an. Nochmal eben runter. Ich glaube, von hier, genau, komme ich besser rüber. So, an der Decke ist der Haken, aber ich frage mich gerade, oder müssen wir dahin, ob wir von hier überhaupt an den Haken kommen. Deshalb kletter ich einfach mal hier weiter. Nein, Lara, du sollst an die Wand. Ach, und dann, okay. Kamera, könntest du bitte beim nächsten Mal versuche ich abzuspringen? Ja, und mitten ins Nichts, das ist immer sehr schön. Okay, ich muss... Nee, ich muss aber dahin. Weil wenn ich mich an den Haken schwinge... Ach nee, doch nicht. Jetzt laber ich Mist. Ich musste gerade eben kurz... überlegen. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. So, nochmal. Also ich kann versuchen, mich an den Haken zu schwingen. Dann komme ich schon mal da hinten auf dieses kleine Podest. Aber dann muss ich früher oder später doch nochmal hier hin, um an der Wand zu laufen und zum nächsten Podest zu kommen. Also, da ist der Haken. Sie könnte sich vielleicht... Ich probiere es jetzt einfach genau an diese Säule hier schwingen. Nein, halt dich! Oh, gut. Boah, ich dachte schon. Ich werde dann direkt immer sehr ungehalten, weil ich denke, sie schafft es nicht. So. Hier hoch. Schafft sie das? Ja, muss ja eigentlich, ne? Okay, da setzen wir das Teil ein. So, da ist nur irgendein Schatz, den wir sowieso nicht unbedingt brauchen. Wir kommen aber von hier, wie es aussieht, nicht zurück. Nee, okay, da kommen wir auch nicht dran. Dann müssen wir also das Ganze nochmal machen und doch da hinten an der Wand schwingen. So. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Schön machst du das. Boah, dann müssten wir aber so langsam mal aus Ägypten raus sein. Das ist ja bis jetzt irgendwie das längste Level. Sagt ihr eigentlich das Level oder der Level? Also ich sag immer das Level. Aber ich glaube, eigentlich würde es der Level heißen. Oder es geht beides, das kann auch sein. So, noch ein bisschen mehr schwingen. Wenn die Kamera... wenn die Kamera sich... so mitdrehen würde, dass ich... Jetzt könnte es klappen. Wenn die Kamera so bleibt und ich noch einmal Schwung hole. Und dann hier abspringe. Schön gemacht, Lara. Dann klappt das auch. Die Frage ist nur... Nein! Nein! Ich war in der Säule direkt davor. Wie blöd ist denn das? Aber mit den ganzen Artikeln, mit der und das und die, das ist sowieso immer so eine Sache. Was sagt ihr zum Beispiel zu Nutella? Sagt ihr die Nutella? Ich sag nämlich das Nutella. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele die Nutella sagen. So im Sinne von... Die Nutella... Creme oder wie auch immer. Ich sag aber immer das Nutella. Genauso wie ich auch. Aber ich glaube, das sagen die meisten, die Cola sage. Aber soweit ich weiß, ist auch das Cola richtig. Also man kann auch, wenn man denn Lust hat, auch das Cola sagen. Ist wie bei Kaugummi. Das Kaugummi oder der Kaugummi? Da sage ich immer... Was sage ich denn? Das.
Gib mir mal das Kaugummi, ja. Kannst du mir einen Kaugummi leihen und nicht einen? Ja, so sag ich das. Schön, dass es wieder geklappt hat, Lara. Das hast du wunderbar gemacht. Aber hier geht es so nicht weiter. Klappt es vielleicht? Nee, hier war ich ja gerade auch, aber... Nein! Warum schaffe ich das nicht? Muss ich an die Säule? Ich weiß es nicht. Aber okay, nochmal. Aber bei ein und einen, da könnte ich mich manchmal auch aufregen. Ich bin ja so ein Rechtschreibfanatiker. Ich hasse... So bestimmte Sachen hasse ich einfach. Wenn Leute einen und ein verwechseln. Oder, ja, was heißt verwechseln? Die wissen es dann meistens nicht besser. Und das stört mich dann so. Zum Beispiel... Ja, mir fällt gerade gar kein Beispiel ein. Zum Beispiel bringst du mir ein Döner mit. Das heißt einen Döner, nicht ein Döner. Dann weiß ich nicht. Und das passiert so vielen Leuten so oft. Und ich weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt schon wieder hier runterfalle. Und genau so eine Sache ist es mit ihrem... Nee, warte mal. Was gibt's denn? Ihrem und ihren. Genau, das verwechseln auch so viele. Dann denke ich mir immer so, oh Leute. Das muss man doch... Ich finde immer... Oh Mensch, das muss man doch wissen. Also, klar, es gibt Leute, die haben wirklich Rechtschreibschwächen. Das ist auch total in Ordnung. Dagegen habe ich auch gar nichts. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so viele Leute Rechtschreibschwächen haben. Das ist dann bei manchen, nicht bei allen... Ey, Lara, was mache ich hier? Das ist dann auch manchmal, glaube ich, so eine Ausrede. Oder einfach nur mal so dahergesagt. Und ich finde das halt ganz, ganz schlimm, wenn man seine eigene Muttersprache nicht beherrscht. Man muss nicht immer alles perfekt wissen. Man darf Fehler machen. Ich mache auch Fehler. Ich weiß auch manchmal nicht, wie bestimmte Sachen geschrieben werden. Und dann muss ich auch mal googeln. Aber das sind nicht... Solche Sachen wie ein... Ich würde niemals schreiben, bring mir einen Döner mit. Also, das wird mir niemals in den Sinn kommen, sowas, weil das ganz klar falsch ist. Und jetzt mal eben ein bisschen Konzentration hier. Ey! Ich... Nee, ich habe gleich keine Lust mehr. Und noch eine Sache, die mich extrem stört, was auch ganz, ganz viele machen. Und da kann mir auch niemand sagen... das ist Dialekt, bei uns macht man das so, denn das ist nirgendwo Dialekt, das ist blöde Angewohnheit. Vielleicht haben einfach viele, die dann bei euch in der Nähe wohnen, diese doofe Angewohnheit, aber es ist definitiv kein Dialekt. Und zwar, wenn Leute sagen, dem seine oder der ihre, dem seine Mutter hat gesagt, boah, da krieg ich zu viel. Das heißt nicht dem seine Mutter, das heißt seine Mutter. Warst du schon mal in der ihren Zimmer? Boah, da krieg ich zu viel. Das ist kein Dialekt, das ist offensichtlich falsch. So, und ich habe es jetzt endlich geschafft. Eine weitere Sache, die mich aufregt, ist... Nee, ich komme hier ja auch nicht hoch. Oh, ich komme hier hoch. Okay, hat sich das erledigt. Eine weitere Sache, die mich aufregt, ist natürlich zum einen, dass ich hier absolut nicht weiterkomme. Nee. Ich kann es gleich sagen. Erst muss ich hier versuchen, rüberzukommen. Wow. Okay, also, die weitere Sache, die mich aufregt, bevor wir jetzt hier gleich zum Ende kommen, ist dieses typische Idioten-Apostroph. Man bekommt doch in der Schule im Deutschunterricht beigebracht, wann man ein Apostroph setzt. Und im Deutschen setzt man kein Apostroph nach einem Namen. Also, wenn ihr zum Beispiel schreibt, Janas Let's Plays, dann kommt hinter Jana... Kein Apostroph. Nein, nein, nein.
Das ist im Englischen so, da wird das gemacht, aber nicht im Deutschen. Das macht man nicht hinter Namen und es machen immer ganz viele. Nein. Und ich weiß... Was? Wie nein? Und ich weiß nicht, warum man das macht. Was mache ich hier eigentlich? Das ist auch nicht viel besser. Nein. Okay. Das will sie aber dann doch einsetzen. Das ist sehr nett von dir. Jetzt hatten wir auch genug Deutschunterricht. Ich hoffe, uns erwartet hier nichts Böses. Zu deiner Verteidigung zu sagen. Die Götter wollen Taten sehen, keine Konzilien. Aber es ist ein Konzil, das heute über dich richtet. Ihr richtet über gar nichts. Atlantis ist zerstört. Daran ist nichts mehr zu ändern. Alles muss brennen. Erst dann kann das siebte Zeitalter beginnen. Du bist im Wahnsinn verfallen. Ich wende mich ab von dir. Für deinen Verrat. Dafür, dass du das Wissen des Sion missbraucht hast, um unsere Armeen gegen uns zu führen, verstoße ich dich für alle Zeit aus dem Heiligen Orden der Drei und verbanne dich in den immer kalten Nimbus der Ewigkeit. Oh. Es ist zu spät. Das Räderwerk von Katar ist schon in Bewegung. Lang sing, ihr untergeht, werde ich mich aus dem Staub so erheben. Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Und der Sion birgt seine Geschichte. Er birgt weit mehr als das. Das gesammelte Wissen der Ahnen. Dinge, die euch allen unbegreiflich wären. Was ist das siebte Zeitalter? Wie weit würden Sie gehen, um das herauszufinden, Lara? Nicht weit genug, fürchte ich. Schnell, töte sie! Wir haben viel zu tun. Mit dem größten Vergnügen. Du kannst zusehen, wie ich sie absteche. Also mit dem Kapitel Ägypten bin ich echt froh drum. Ich finde das ein bisschen schade, dass man hier die Motorradfahrten nicht selbst spielen kann. Also in Tomb Raider Legend ging das ja. Und das hat eigentlich echt immer viel Spaß gemacht. Ich möchte speichern, vorsichtshalber. Hier, natürlich, kennt ihr ja, ich möchte ja nicht schon wieder Spielstände laden.